Willkommen zurück Hallo. zu unserer neuen Folge Borderlands 2. Wir sind genau hier, wo wir zuletzt aufgehört haben, nach einem riesen, extrem langen Feuergefecht. Werden wir uns jetzt auf den Weg machen, mit Meng oder Mitchmong oder so zu töten. Ja. Und wir haben uns den ersten Talentbaum vergeben, Talentpunkt vergeben. Genau was brauchen. Am Ich hoffe, Ende. du bist geimpft. Und wir werden mal sehen, wie sich das Ganze jetzt auswirkt auf unsere, Gebe auf dich ja, Acht. auf unser Können. Naja. Okay, dann wollen wir das Vieh mal abschlachten. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Was ist denn das hier? Das ist ein Hologramm von mir. Ich kann mich unsichtbar machen. Aber der hat ein richtig cooles Schwert, womit er rumfuchtelt. Ah. Ist das Vieh bei dir? Nö, es ist nicht. Ich nehme mich auch nicht. Jetzt sehe ich hier wieder eine Million von diesen anderen Typen. Ja. Und dann sehe ich auch genug. Und mit einer Million meine ich wirklich gefühlt eine Million. Aber wo ist der Hauptgrund, den wir brauchen? Eine gute, berechtigte Frage. Ich mach mich unsichtbar. Ja, das ist mein Nahkampfangriff, dieses V. Einfach. Ich mache nämlich erhöhten Nahkampfangriff, wenn ich mich unsichtbar mache. Und auch Crits machen. Da hinten springt er rum jetzt. Da oben. Lambert stirbt. Nein, tue ich nicht. Ich hab den Kanon in die Fresse geschossen. Oh, da kam gerade einer raus. Holy shit. Ich bin am, oh Gott, am Umfallen. Der Große hat mich nämlich weggeprügelt. Kriege ich nicht tot. Hör auf mit Leben, endlich! Tot. Richtig tot? Ja, richtig tot. Oh Gott. Dann werde ich das Beste machen, was ich kann. Durch Überhauptgeschwindigkeit und am nächsten Zechpunkt wieder auferstellen. Was haben die denn alle Angst vor Sterben von den komischen Kunden? Haben sowieso wieder auferstellt. Okay, ich bin nicht weit weg. Kostet noch ein bisschen Geld. Ja. Die sind alle wieder da, die wir getötet haben, ne? Ja, die respawnen wieder. Ja. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod. Deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Kleinen hier. Ich bin am Boden, aber ich komme gleich wieder. Sorry, boah, ich wollte das nicht so ernst nehmen. Ich lieg schon wieder auf dem Boden, ey. Der nimmt das auf jeden Fall ziemlich ernst, dass ich ihn in die Fresse schieße. Oh oh. Wo ist das kleine Vieh hin? Ich hab keine Ahnung. Höchst erbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht bevor. Nächste Level. Da hinten ist es doch. So. Renne! Tot. Wundervoll. Ah. Dieser Tumult war ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullimons. Kehre rasch zum schwarzen Brett zurück. Ja, schnell weg hier. Ja, lass uns den Teleport hier unten bei einer nehmen. Den hatte ich gesehen eben, da. Also hier nicht, aber hier in der Nähe war der irgendwo. Ja, ich bin im Rennen. Da vorne oder so dürfte er gewesen sein. Das sind die doch, oder nicht eigentlich? Ja, aber weiter vorne war der. Ja, was kann das sein? Das sind nur die Wiederbelebungsdinger. Okay.
Ich glaube, da oben war der. Ich hab wieder einen neuen Talentpunkt. Soll ich das auch bekommen haben? Ah, Tab war das, ne? Ja. Was nehme ich denn? Ich will ja eigentlich, wie gesagt, Melee machen. Schusswaffenschaden durch Nahkampfschaden. Und den Nahkampfschaden, die Waffenwechselgeschwindigkeit, Zielgeschwindigkeit. Maximale Gesundheit, maximale Schildkapazität. Das erhöht die Nachhaltigkeit. Hm? Ja, komm. Der Schaden. So, hier ist das Ding. Okay, doch nicht. Aber war das nicht vorhin so ein Ding? Ja, war ich doch auch der Meinung. Oder was da drüben auf der anderen Seite des Schlosses? Hm. Wir gucken mal. Ich meine, was anderes bleibt dir nicht übrig. Aber jetzt können wir sowieso auch zurücklaufen. Aber daneben war dann, glaube ich, direkt eins. Naja. Wir glauben schon die ganze Zeit ziemlich viel. Also. Wir wissen dann halt ziemlich viel. Nord. Du bist fast tot, ey. Kann ja nichts machen. Viecher waren aber auch heftig, vor allem viele. Und jawoll. Randale Skill Tree, das ganze Jagd. Es geht immer um das ganze Jagd. Du wirst nie wieder mit nur einer Waffe feiern wollen. Ach, weißt du was, Bro? Ich verpiss mich. Wäre der Schlacht. Jetzt nimm dir sein Fell. Abgesehen davon, dass es perfekt zu meinem Hut passt, diese Probe ist perfekt. Wir brauchen auch noch, müssen auch noch Sachen von denen sammeln. Ne? Ja, machen wir doch gerade. Ja, ich wollte es sagen. Die liegen über Medipacks oder so. Bin dabei, drüber zu laufen. Hier ist nichts. Hoffentlich ist das Lager noch leer. Nee, aber pass mal auf jetzt. Ich laufe da jetzt durch, ey. Hier kommen wir so durch. Ja. Was sind die? Gib mir meine Hitpoints zurück. Ah, sprint mir mal ein bisschen. Das respawnt ziemlich schnell. Also die Schnellreisefunktion ist zwar nicht so schlecht. Ja. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ja. Vor allem war das gerade richtig lästig in der Stadt. Ja, wie schnell die wiedergekommen sind. Ja. Dann macht man einen kurzen Cut und dann lebt alles wieder. Ja, recht schlimm. Naja. Ich meine, jetzt wissen wir es ja, dass es so schnell gehen kann. Oh, was ist das denn da, was er da hat? Beispielhaft! Blast Shield. Tag, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? So, und jetzt gehen wir runter zu Claptrap. Das war der Hauptsache, ne? Ja. Ja, mal so immer mal wieder hin und her so. Wir können nicht nur nehmen müssen, ne? Nee. Dann sind wir noch in 3 Jahren am Spielen. Ja, das sind Level 700. Wir machen jetzt Mission 1. Da kommt es angeflogen. Ja. Ist wieder Folge geschossen. Ja. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Du. Hoffentlich. Ja, das ist trotzdem ein paar Vögel gekommen. Hallo. Also sind das quasi Checkpoints, könnte man sagen, diese anderen Dinge. Ja. Aber was steht hier? Scram.
Immer so klappt. Ich bin dann mal weg. Ja, man merkt, dass wir jetzt eigentlich schon zu hoch sind hierfür. Level 2 oder 4, keine Ahnung. Sieht mir nicht so aus. Also ich würde ohne Hessen schon finden, keinen Schaden machen. Ich bitte die Pistole. Autsch. Ah, halb so wild. Geht's einigermaßen? Du bist billig Waffen hier nur drin. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Wo ist ein Crap-Tab? Ja, dann sitzt er doch. Und ich treffe mal wieder nichts. Das ist einfach atemberaubend. Ah, da ist ein Crap-Tab. Na los. Ja, ich bin fertig mit dem Job, los. Go. 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 Dankeschön. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul. Ja, braves Mädchen. Arschgaul. Arschgaul sagt hallo. Arschgaul. Ja, das ist doch schön. Hallo, geht's noch? Oh Gott. Das ist Bum Bum? Die Lotte, ihr Hunde. Boom. Und his brother Boom. Was? Das zittert doch schon! Unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlage ich zu. Wo ist der denn? Da oben. Hockt da einer. Vor allem, er springt natürlich darauf, dass ich ihn bloß nicht im Melee angreifen kann. Ist egal, er brennt jetzt. Er ist tot. Und jetzt noch die Kanone, oder was? Da zeige ich auch wahrscheinlich. Ich möchte, dass er aufhört, so mit mir zu reden. Das finde ich überhaupt nicht cool. So, auf Toiletten ist doch immer richtig was. Schrott, Schrott. Alles Schrott. Hannebein lasse ich dir zum Verkaufen. Ein Talentpunkt, mal gucken. Nein, ich lasse mich nicht jetzt Handlanger beschimpfen. Ach, jetzt bin ich wieder dein Kumpel. So. Ja, wir sind auch seine Kumpel. Er hat doch andere Granaten. Okay. Ha ha.
Oh, ich hätte drin bleiben sollen, ne? Huh? Ich bleib mal drin. Oh. Das ist doch mal Schaden, den man gerne hätte. Den man gerne dauerhaft so hätte. Das ist viel? 500 nochmal? Oh, 600? Und das ist halt so eine Riesenexplosion. Ich glaube, wir sollten durchrennen einfach. Bist du auf der Kanone? Ne, ich bin nicht mehr in der Kanone. Wir sind ein paar Medikits. Okay. Okay, ist dort? Ja, sieht so aus. Und wenn ich schon mal? Nö. Tja, vielleicht habe ich versucht, vor dem Schockfrost auf Captain Flint's Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay. Da oben ist noch was. Schockfrost. Was denn das? Geld. Geld ist gut. Und noch ein bisschen Geld. Ja, du machst 200 Schaden, ne? Hab nicht mal die komischen Granaten, die wir davor hatten, ne? Lecker Fisch. Verschwinde, Vogel! Warum greifen uns denn jetzt die Vögel an? Das ist mein Fisch. Ach so, deswegen vielleicht. Weil du deren Fisch fressen willst. Ich war zuerst hier. Nee, die haben schon vor dir gegen den gekämpft. Ich war der Erste mit der Wummer. Nee. Laptrap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Ich kann das verstehen. Dass sie ihn anzünden, auf jeden Fall. Fürchtet mein Können. Also, wie der Zwerg aushält, ey. Naja, wenn man nicht trifft, halten sie auch alle aus. Er steht direkt vor mir, ey. War auch auf mich bezogen. So. So. Ich gehe hier oben lang. Lass mich ja. Geld. Geld. Und noch mehr Geld. Und noch mehr Geld? Geld. Und was haben wir hier drin? Oh, noch mehr Geld. So, nicht vier, aber hey. Oh, hier ist noch mal drin. Und hier drin. Munition. Und wieder Geld. So. Was hast du denn da jetzt für eine Waffe? Granatwerfer oder was? Und hier eine Pistole. Achso. Hat jemand meinen Klappschaft gesehen? Der kleine Drecksklall ist vor ein paar Monaten entwischt. Seitdem muss ich auf Hieten als Ersatzpulverpuppe zurückgreifen. Piss off! Shit, ja. Einfach kein Vergleich. Ey, man kann hier Löcher in die Dings schießen hier. Wo? Oh. Hier in das Ding, was hier. In die Decke oder so. Ach, jetzt ist es weggefetzt komplett. Wie lange war das? So, Toilette, mal gucken. Tschüss, bis 2:35. Schild. Ja, wir gehen. Schild.
Ein Schildgenerator ist besser als meiner. Okay, also wir müssen da, da, da und dann da links. Na warte, ich muss Eddie sogar. Oh Mann. Captain Flint. Hm. Schon mal von Captain Flint gehört? Nein. Ich auch nicht. Aber wie lange sind wir denn schon auf Pandora? Das ist ja noch nicht so lange. Und dann haben wir direkt den nervigen Roboter kennengelernt. Ja, ist rum, Explosion. So. Oder wollen wir Schluss machen? Ja, ich denke mal. Ja, dann machen wir Schluss für die Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Freunde. Bis dahin. Ciao.